Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Ja, nachdem wir endlich mit dem Weisen die Blutanfernen gefunden haben, wird es jetzt Zeit, das Observatorium zu suchen, und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Ich kann da irgendwie nichts Gutes drin sehen. Der Weise scheint auch nicht so, naja, weise halt zu sein, wie man das annimmt von einem Weisen. Da ist ein Schiff. Können wir natürlich vorher noch den Schatz legen. Das nächste sind sogar zwei Schätze, lohnt sich zu haben. Vorsegel reffen! Wir zerschellen an Lanze! Segelwerk! Ja. Captain ist außenbord! So. Mal gucken, ob mein Schiff abtreibt, aber anscheinend doch nicht so. So, öffnen. Drei Ruhm. Ja, ich habe Ruhm gefunden. Hey. Weißt du, wie voll bei Table 3. Ach ja. 142. Gehen wir mal zurück wieder und dann hat sich das. So. Ja, wollen wir mal schauen, ob dieses Observatorium wirklich das ist, wie ich es mir vorstelle. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, wie wirklich so ein halt Sternobservatorium, so rundlich und so. Ich glaube, es wird ganz anders aussehen. Na, okay. Na dann. Royal Future. Mord und Totschlag. Spürst du es, HD? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Robert. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Rennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Was für... Na gut, hol mir uns hier. Denk lieber nochmal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu nörgeln, Adi? Das ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, der Verräter muss sterben. Doch, was dann? Bist du wirklich überzeugt? Du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sagen. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Hi, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas sprengen zu lassen. Okay, wir machen uns ziemlich unbeliebbar. Feuer! 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 Zum Feuern, Cap! Feuer! Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Nein. El Espinazo del Diablo, nennen die Spanier sie. Hallo, ich muss mal hier oben. Kraftsegel ab! Feuer! Ui, das wird... Ah, das wird weh. Feuer! Gut, okay, wir haben Hornigold besiegt, das ging schneller als ich dachte. Zieht! Zieht! Feuer! Was ist denn da hinten? Mehr! Na, dann wollen wir noch mal schauen. Zieht sie ran mit aller Kraft! Die Benjamin aufspüren. Tja, tut mir leid, Ben, alter Freund. Ich mach Teifutter aus dir! Der schaut doch mal da hinten. Naja, einen habe ich getötet, okay. So, rüber mit uns. Und die nächsten müssen sterben. So, zwei sind tot. Jetzt müssen wir nur noch die Leute hier killen. Ich hab mich so beendet.
Der muss ja eigentlich auch am Boot sein, warum kämpft er denn jetzt? Und der. Na dann. Wo bist du? Huch? Wie jetzt? Ich dachte, das ist ein Boot. 100 Metall, wir können den Mörser kaufen, endlich. Wo ist er? Ach, das war gar nicht die Benjamin, alles klar. Hätte mich auch gewundert, das ging so schnell. Ich würde gerne meinen Ruder verlassen. Hallo! Ich kann meinen Ruder nicht verlassen so lange, okay, alles klar. Aber wir haben das Zeug für den neuen Mörser. Feuer! Das ist ja nicht meine Schuld. Wir werden auf sie treffen, Sir! Das war der Plan. Feuer! Feuer! Fast fertig, Feuer! Wir sind bereit, Sir! Schieß! Feuer! Auf geilen Tiefdruck vom Bauch! Noch ein Schuss und... Feuer! Der Captain, eine Seite genau da rein! Feuer! Großen bereit zum Enter! Ja, das ändern wir nicht. Wir hauen einfach mal runter. Ich will die Benjamin aufspüren. An Steuer, Captain, du reißt uns in Stücke! Das passt schon. Mir passt denn nichts. Und euch auch nicht. Wir werden sie ran! So. Wir sind wieder an dem Maya-Tempel. Wir haben einen Mörsergeschoss bekommen, das ist schon mal sehr gut. Das kann man vielleicht gegen die Horny Gold brauchen. Schoner, Schoner. Da muss irgendwo noch ein größeres Schiff sein. Nimm die Rahn aus dem Wind! Obersegel! Feindliche Verstärkung, Keller! Da ist diese Schwachstelle! Feuer! Jetzt geht es voll Segel! Ja, los, komm. Sind bereit, Sir! Bereit zu Feuer! 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 Oh, der geht auch noch down jetzt. Feuer! Genau da rein! Feuer! Und der ist auch weg, okay. Da hinten ist noch ein Schiff. Feuer! Das ist die Horny Gold. Der Treffer könnte sie lahmlegen. Feuer! Feuer! Da ist diese Schwachstelle! Feuer! Das war doch nicht die Horny Gold, oder? Die Topsegel auf, Männer! Feuer! Wir sammeln genau da rein! Ein Brock mehr! Das ist die Horny Gold. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Nee. Segel reffen! Ich hab die Horny Gold entdeckt, das sind wir weg! Ich klär mich einfach mal um, weil das Schiff da drin ja eh. Und verfolge einfach mal komplett die Horny Gold, wenn das Level 23 dann zukommen wollen sollte. Theoretisch gesehen sollte nichts passieren. Seien die Horny Gold ist Level 40 oder so, das wäre natürlich dann recht uncool. Na dann. Bist du das? Das ist sie auch nicht. Ich versuche mal zu entkommen noch schnell. Hat nicht mehr geklappt. Es sind nur die drei Schiffe. Gut, dann hole ich nur. Ich muss wahrscheinlich dahinter auf diesen komischen Punkt. Feuer! Weitere feindliche Segel! Feuer! Alle Segel treffen! Feuer! Sie schickt uns auf den Meeresgrund. So, dann los, komm. Bereit zu feuern! Feuer! Verdammt, bist du verrückt, Captain? Ja, passt schon. Feuer! Bereich neu auf. Feuer! 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 Achtung, Einschlag! Feuer! 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 Feuer!
Ich hab sie geladen. Holz und Zucker nur, das heißt ich versenk sie. So. Gegner feuern! Sie geht gleich unter! Sie geht unter, keine Angst. Dann haben wir die erreicht und jetzt müssen wir irgendwie... Achso, da ist noch eins. Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Rein zu feuern, Sir! Oh, was ist das für ein Schiff? Wo ist denn damit rein, Sir? Ach, das war die Benjamin! Das ist die Benjamin! Alles klar, okay. Feuer! Da, Captain, eine Salve genau da rein! Gut, Level 23, oder? Ich jetzt nicht, bevor ich irgendwie Angst haben muss oder so. Feuer! So. Einmal kurz wenden. Feuer! Und noch ein Schuss! Feuer! Sie stehen am Tor zur Hölle! Hab ich die Benjamin nicht gerade eliminiert? Die Fregatte? Das war die Benjamin. Benjamin Hornigold eliminieren. Achtung, wir schossen zusammen! Ach, war das klar! Der ist also vom Schiff gegangen, der ist gar nicht mehr auf Schiff. Nein, nicht verlassen. Der befindet sich auf der Insel da in der Mitte. Jetzt darf ich das alles. Na gut. Lieber Edwell. Feuer! Du reißt uns in Stücke! Hup, da hab ich die Taste gedrückt. Tut mir leid. Das war aus Versehen. Was ist das da hinten? Minen oder was? Feuer! 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 Alle aus der großen Berg! So, ich lege einfach mal hier an. Keine Ahnung, wo ich andocken soll, aber ich lege einfach hier an. Hier muss der Benjamin sein. So groß ist die Insel ja gar nicht. Puh. Ich meine, ich will den Benjamin töten. Das stimmt. Der hat uns hintergangen. Aber ich möchte auch nichts mit dem Robert zu tun haben, weil ich finde, dass der falsches Spiel spielt. Das ist ja der Zwiespalt, den ich gerade habe. Okay, die werden weg. Auch der ist weg. Hier kann ich bestimmt hoch. Hoch. So, genauer. Dann komme ich nämlich hier auf den Baum hoch. So, während ich hier liege, putze ich mir die Nase. Wo ist der Schütze? Wird mal erledigt. Hier komme ich auch hoch, okay. Hallo? Hilfe! Okay, alle der Fettsäcke ist erledigt. Alle der dazwischen versuchen könnte ebenfalls. Der zweite Fettsack ist erledigt. Jetzt haben wir nur noch kleinen viel. Und stirb. Oh, ich komm, greif mich mal zusammen an. Und du noch. Da kommen noch zwei auf mich zu. Ich wollte eigentlich gar nicht schützen, aber okay, gut, wenn er das alleine macht. So. Machen wir uns weiter auf den Weg. Okay, wir haben noch eine Kugel. Die lasse ich dann bei dem nächsten, der mir entgegenkommt, gelten. Gut,
Ja. Ich dachte, ich vielleicht komme noch drauf vorbei, hab's aber nicht. Junge, Junge, du hast gerade einen riesen Fehler gemacht. Ich renne mich weg vor dir. Weil ich Angst habe. Weil du so gewalttätig und gefährlich bist. So, Hallöchen. Oh, zwei Kisten, das gefällt mir schon mal. Kommt ihr hinterher? Nö. So, her mit den Kisten. Kisten, hallo. Da kommt drauf, oder was? Auch nicht. Lalalala. Runter mit dir? Du musst ein Kisten sein, ich glaube eher unter mir als unter mir. Hallöchen! Bist daneben. Mist, ich habe nicht geworfen. Okay, der hier ist der Aussichtspunkt und den erreichen wir in der nächsten Folge, meine lieben Damen und Herren. Der Tier ist erst einmal Schluss für heute. Oh, ich sehe schon, da sind einige. Bis morgen. Tschüss.